Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon im Rocket Edition. Wir sind hier noch in dieser Route hier. You will be stunned by my Pokémon. Okay, Super Nerd wants to fight. Kangama, Kangaskhan. Wahrscheinlich soll es irgendeine Anspielung auf einen Khan sein, also auf den König der Mongolen, sag ich mal. Verdammt! Schlaf halt schnell ein! Mist, funktioniert nicht. Ich wechsle mal schnell zu Aldini Junior. So. Rage. Kangama spielt Rage. Aha. Gut, machen wir wieder dieselbe Taktik. Die E und die mit Dragonier. Thunder Wave und dann Wickel. So, Wickel. Rap. Verdammt. Das kann jetzt wieder so lange dauern, deswegen speed ich wieder. Was war das denn jetzt? Okay. James defeated Super Nerd. Were you impressed? Keine Ahnung, was das heißt. Will ich auch nicht wissen. Ehrlich gesagt. Was sind das da oben? Ist das ein Baum da oben links da an der Ecke? Keine Ahnung. Also hier, Moment, jetzt hier oben links an der Ecke. Was ist das? Am oben linken Bildschirmrand. Was ist das? Ist das ein Stein? Nein! Das ist Sparta! Nicht Spaß. Bug-Pokémon are so adorable. Kämpfe-Pokémon sind so... keine Ahnung. Adorable weiß ich nicht. Eine lesbische wieder. Lass mich doch in Ruhe. Haha. Butterfree. Smetbo. Da holen wir unseren Hund raus und verbrennen diesen Schmetterling. Giftpuder. Na gut, Ember. Super effective. Rex hurt by poison. Und jetzt ist es auch noch verwirrt. Was kommt jetzt noch? So, Butterfree hätten wir. Ich glaube, das kannte nur Stabswendung attacken. Parasect. Da lassen wir Rex nach draußen. Denn das ist vielfach stark gegen Käfer und Pflanze. Aber es hat trotzdem überlebt. Jetzt kommt Blutsauger. Die Attacke ist nicht so besonders wirkungsvoll. Käfer gegen Feuer. Und Ember. Damn, critical hit, critical hit. Okay, was kommt jetzt? Pinsir, oh mein Gott, haben wir ja auch in der Route 1 das erste Mal getroffen. Ember. Vice Grip, das ist Klammer. Die war in dieser Generation noch ganz beliebt, die Attacke. In späteren Generationen war die nicht mehr so stark, sag ich mal. Warum? Ja, warum? Keine Ahnung, weil es die Macher einfach so haben wollten. Ich habe 5 Pokémon. Oh man, wie viel hast du? Ich habe 6. Ich habe denn 6, ne? 5, wir haben 4, okay. Blutzug. Was machen wir denn gegen Blutzug? Ganz einfach, Rex raus. Ja, es ist immer noch vergiftet, leider. Aber wir sind ja bald in der nächsten Stadt, hoffe ich. Und ich habe mich wieder vertippt. Verdammt. Er war trotzdem sehr effektiv. Blutzug ist wohl schwach gegen Bodenattacken, weil es vom Typ Gift noch ist. Schätze ich mal. Und ich habe mich nochmal vertippt. 2 hintereinander, das gibt's doch nicht.
Naja, macht nichts. Blutzucker ist auf jeden Fall tot und mir fällt jetzt auf, wir verlieren nicht mehr so oft wie normal immer. Was kommt jetzt? Weebling Bell. Oh Gott, was ist denn das? Sagt mir jetzt überhaupt nichts. Wahrscheinlich irgendeinen Theme-Pokémon, schätze ich mal. Verdammt! Ultra egal, ja. Oh Gott, dabei haben wir doch ein eigenes. Fail. Thunder Wave. Ich glaube, wir müssen mal wieder ins Pokémon Center, aber wenn wir noch einen Trainer finden, dann renne ich schnell ins Pokémon Center und wenn wir in der nächsten Stadt sind, dann mache ich es einfach mal nicht. So, jetzt setze ich Silberblick ein, um die Verteilung zu senken, weil mit der Wickeltaktik würden wir Dragonieren nur selber schaden, weil es ja vergiftet ist. Da würde es nach jeder Runde immer was abgezogen bekommen, bis es halt down ist. Deswegen setzt ihr Silberblick ein, bis Alduine drauf geht. Und dann werde ich es mit einem anderen Pokémon ausschalten. Und er erhöht seinen Spezialangriff, obwohl es ihm gar nichts bringt. Denn es greift er immer mit physischen Attacken an. So, ich glaube, mehr können wir nicht einsetzen. Nee, das war's für Alduine. Gut, dann holen wir jetzt mal unseren Kiffer raus. Mit Tackle. Okay, One-Hit-Kill, weil wir so viel Silberblick verwendet haben. Kingler. Oh, Kingler ist krank. Ist ein Killer. Killer Kingler. Na gut, versuchen wir es zu vergiften mit Schlammbart. Und es hat geglückt. Es kommt Klammern, na gut, der Tag ist nicht so besonders. Effektiv. Und tschüss. Ach, ich mag die Schlammbart-Attacke jetzt, aber was Smogmog jetzt kann. Richtig geil. Radikal. Ja gut, versuchen wir es wieder zu vergiften. Da haben wir keine andere Wahl. Ich glaube, jetzt werden wir nie mehr Smog verwenden, weil wir jetzt immer Schlammbart einsetzen werden. Okay. Ich habe auch irgendwie schon ein Moveset für die ganzen Pokémon geplant. Soll ich euch sagen? Welches Moveset? Dann lasst euch einfach überraschen. Ich habe ein richtig cooles Moveset geplant. Für Smogmog auf jeden Fall ein geiles. Das wird dann richtig stark. So, jetzt wollte ich eigentlich Smog verwenden, aber egal. Habe ich mich halt nochmal vertippt. Ach, wie oft vertippe ich mich in meinem... Wie oft habe ich mich in meinem Let's Play Show vertippt? Könnt ihr ja nachzählen, wenn ihr Lust drauf habt. Obwohl ich nicht glaube, dass so viele von euch das machen werden. Okay, wo sind wir denn hier? Okay, hier ist noch ein Spieler. Den braucht man, glaube ich, auch, um Mew zu fangen. Glaube ich zumindest. Aber dann laufen wir zurück ins Pokémon Center. Rex fainted. Ich wollte failed sagen. Habe ich ja auch gesagt. Wir sind wieder in Lavandia. So, hier rein. Da. Nein, ach, haben wir es eben zweimal. Ist ja auch egal. Oh wei, da taucht einfach so ein Owei auf. Na gut. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wir sind hier in einem Gas drin. Was hab ich denn geraucht? Mankey. Wir müssen eigentlich unser Ultrigaria trainieren, aber es kann momentan scheiß Attacken. Ich glaube, ich trainiere es irgendwann mal, wenn wir Zeit haben oder so. Im nächsten Part oder so. Mal schauen. Beim letzten Rasierblatt eigentlich 33, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Aber Rasierblatt ist schon geil in dieser Edition. Beziehungsweise der Generation. Okay. Sieht mir aus wie ein Zerschneiderbaum da oben. Mit einer etwas Mischung eines Felsens. Naja. Wie auch immer. Did you already face my body?
Okay, was bist denn du für einen Spieler? Gambler. Eigentlich heißt es Gamer, aber egal. So, also, das stinkt mir total hier. Mit diesem Elektek. Dings da singt, ja. Na gut, versuch es mal einzuschläfern und dann die Rap-Taktik. Das ist eine etwas andere Taktik. So, ich werde diesmal nicht speeden, weil es ja schläft und nicht garantiert ist, dass es stirbt. Schnarch. Schlaf ruhig weiter. Ist mir ganz egal. Es ist aufgewacht, aber ist mir auch egal. Jetzt wird es vergiftet. Verdammt! Geht daneben. Defense, Dings sinkt. Ja, Verteidigung sinkt halt. So, jetzt verliert es nach jeder Rap-Attacke zweimal. Kraftpunkte, HP. Health Points. Das ist auch so eine Taktik, die hat irgendeinen speziellen Namen. Habe ich im Poké-Wiki gesehen. Da ist mit Bisaflock geht es auch recht gut. Bloß, dass man statt Wickel-Ekelsamen einsetzt. Pixie! Was machen wir denn bei Pixie? Natürlich vergiften. Pixie hat sehr viele KP. Wie allgemein alle normalen Pokémon. Oder fast alle. Also die meisten normalen Pokémon haben viele KP, würde ich sagen. Okay, der Duplex-Sieb, der aber ganz schön heftig ist gerade. Da muss ich jetzt wieder wechseln zu Rex. Ah, zum Glück geht die Attacke daneben. Das wäre jetzt eine enorme Verzögerung gewesen, wenn die Attacke getroffen hätte. Da greife ich mich nochmal ein, wir haben ja Zeit, ne? Das Gift schallt ja dieses Pixie nebenzu. Scheiße, Komprimator! Ich mag die Attacke gar nicht. Besonders wenn sie gegen mich eingesetzt wird. Und das auch noch in dieser Generation. Metronom setzt eine zufällige Attacke ein und es war Triplette. Kann normalerweise Dodri die Attacke. Ich glaube, die kann eigentlich nur Dodri in dieser Generation, aber ich bin mir da überhaupt nicht sicher, ob das auch wahr ist. Kann auch sein, dass es noch andere Pokémon gibt. Verdammter Mist! Das ist, glaube ich, Weißnebel, oder? Was? Weißnebel, ja. Ja, das war Weißnebel. Okay, was kommt jetzt? Polvöle. Oh Gott, was ist das nochmal? Ich hab's vergessen. Egal, lassen wir Rex draußen. Rex ist eine ganz gute Option. Oh, verdammt. Kapuzzi. Kiffer. Bubble. Ja, würde normalerweise unsere Initiative senken, aber diesmal hat man Glück. Vergifte! Ah, okay. Critical Hit ist natürlich noch besser. Gut gemacht, Kiffer. Champs defeated Game Gamer. So. Und hier ist noch der andere. I get offended when people call me a nerd. Keine Ahnung, ja, er mag es nicht, wenn, oder keine Ahnung, er hat etwas, wenn die Leute zu ihm Nerd sagen oder so, keine Ahnung. Volteball war früher mein Lieblings-Pokémon. Keine Ahnung warum, wahrscheinlich weil es Kugel für mich war. Ich mag Kugeln. Okay, wechseln zu Rex. Was ist eigentlich mein momentanes Lieblings-Pokémon? Ich würde sagen, Pico Chiller und Chiller Bell sind's. Mein Lieblings-Pokémon, aus dem Grund, weil ich sie als Shiny habe. Also weil ich einen Chillabell auf meiner weißen als Shiny habe. Und das ist richtig stark. Hat einen hohen Angriff und eine hohe Initiative. Ist ein richtiger Killer, sag ich mal. Kann sogar mit Legis mithalten. So, Ibitak. Ibitak ist down. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Also, was ist eigentlich besser? Was findet ihr besser? Was ist denn Pokémon Ibitak oder Taubos? Ich finde Taubos besser. Aus dem Grund, weil es die 13. Entwicklungsstufe ist. Und weil es richtig geil attacken kann. Wie zum Beispiel Spieltrick. Na gut, kann Ibitak auch erlernen, aber. Na, ich weiß nicht. Taubos hat irgendwie mehr. Na gut, Ibitak hat dafür den Bohrschnabel. Aber naja, ich finde trotzdem Taubos immer noch am geilsten. So, Thunder Wave. Machoke used Lure. Ah, machen wir wieder die Rap-Taktik. Ich habe jetzt da keine Lust drauf, mich bei diesem Machok hier auszutoben. So. Magneton. So, ich habe ja vor ein paar Parts gesagt, dass ich Magneton als Teammitglied haben möchte. Und jetzt möchte ich es doch nicht mehr haben, weil Magneton ist in anderen Editionen doch stärker als in dieser. Deswegen werde ich hier statt Magneton ein anderes Pokémon verwenden. Welches ich verwenden werde, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch mehr Gedanken drum machen. Ich schwanke zwischen einem Psycho-Pokémon. Aber ich weiß nicht. Ja gut, ich sage es einfach mal. Ich bin in der Überlegung, ob ich Kadabra oder Simsala reintun soll. Aber ich weiß nicht, ob ich Kadabra entwickeln kann auf dem Emulator, weil man muss es ja tauschen, damit es sich entwickeln kann. Und ich weiß nicht, ob es im Emulator möglich ist, Pokémon zu tauschen. Ich habe da schon nachgeschaut, ob das geht. Und ich glaube, bei bestimmten Emulatoren geht es auch. Aber ich habe das noch nie getestet. Ich glaube, da werde ich mir wohl noch ein paar oder so ein paar Parts Zeit nehmen müssen. Und schauen, ob es auch möglich ist, dass ich mein mögliches Simsala bekommen kann. Ich schwank natürlich auch zwischen einem Geist-Pokémon wie Alpollo und Gengar. Gengar ist auch richtig gut in dieser Edition. So, wo sind wir denn hier jetzt? I run a daycare. Would you like me to race on off your Pokémon? Was? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was der macht. Ich geb's mir Kiffer. Das ist der Pensionsleiter, achso, okay. Jetzt verstehe ich, das ist der Pensionsleiter, dann kreuzt wohl diese Route hier. Mit der Route, wo man von Azura City nach Oranien City kommt. Interessant, ja gut, sieht man hier auch, hier wechselt plötzlich die Landschaft. Schlagartig um. Nette Idee eigentlich. Was bist du für einer? Why are people all so mean? Ja, da war gerade ein Bug. Das war gerade ein fetter Bug hier, habt ihr das gesehen? Egal. So, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir wahrscheinlich wer ist die Stadt? Saffronia City heißt die, ne? Ja, Saffronia City, genau. Da ist ja auch die Silpsko. Giovanni plans to take us over. So, schauen wir uns mal die Stadt an. Das wird wohl die Silpsko sein. Ja, ein riesiges Gebäude, genau. Okay, anscheinend grenzt diese Route doch nicht an der anderen Route. Are you? Stimmt, gibt es ja auch eine Arena. Wahrscheinlich ist das hier die Arena, oder? Ganz schön große Gebäude hier. Sehr interessant eigentlich, so ein Hack zu spielen. Wenn man die anderen Editionen total auswendig kennt. Das ist die Arena? Yep, da ist die Arena. Aber es da vorne sind ja zwei Arena und hier ist anscheinend noch eine. Okay, zwei Arenen. Eine wird wohl das Kampfdojo sein, kann auch sein, dass die Stadt zwei Arena-Leiter hat. Es ist ein Hack, man weiß nie, was in einem Hack alles passieren kann. Hey, deine Pokémon! Halt deine Fresse, so. Gut, schauen wir mal auf die Karte. Ich bin gespannt, wo wir jetzt sind. Wir sind jetzt hier, okay. Gut, über uns ist unser Rocket, ist das Rocket Hauptquartier, sag ich mal. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Oh, 10 zum Pick-Pits oder ich glaube eher. Hier können wir leider, glaube ich, noch nicht hin, weil hier wahrscheinlich das Relaxo sein wird, das uns den Weg versperren wird.
Kann auch sein, dass ich mich völlig irre. Ich spiele es ja blind, noch nie vorher gezockt. So, können wir denn irgendwas machen? Hier ist eine Arena. Was gibt's denn hier? Hier gibt's Kampf, Leute. Gut, dann wird wohl das hier das Kampf-Dojo sein. Unsere Pokémon sind, naja, ich schaue mir erstmal noch die Routen an und dann treffe ich eine Entscheidung, was wir machen werden. Was ist denn hier drin? Wir müssen ja eigentlich auch noch die Spielhalle finden. Von dem kriegt man die Angel. Das sehe ich sofort. Verdammt! Okay, von dem kriegt man nur Team 29. Das wird wohl Psychokinese sein. Psy-Skill, ja, Psychokinese, genau. Welches Pokémon kann's? Momentan kann's niemand. Aber vielleicht bringen wir es ja an einem Simsala bei. Gut, dann müsste ich hier. Ah, eine Höhle. Interessant. Aber ich möchte da noch nicht reingehen. Erstmal möchte ich mir noch die Stadt ein bisschen anschauen. Die heben wir uns auch für später auf. So, achso, hier geht's zur Route zurück. Okay. Ich bräuchte mal eine Angel. Ich möchte ja... ich glaube, jetzt spoilere ich ein bisschen zu viel. Ich brauche auf jeden Fall eine Angel. Warum werdet ihr bald sehen? Wo geht's denn hier eigentlich lang? Schauen wir einfach mal. Sollte wohl die Route sein, wo es nach Oranje City gehen würde. Was für Pokémon gibt's denn hier? Rasaf. Level 24. Na gut, das Level ist noch ganz in Ordnung. Wechseln wir einfach mal zu Kiffer. So. Kampf gegen Gift. Setzen wir mal Sludge ein. Ah, vergiss es. Gut, wollen wir es fangen? Wir haben gar keine Bälle. Hey, wir brauchen mal Bälle. Wir haben ja jetzt Geld. Mehr ist genug, glaube ich. 30.000 schätze ich, dass wir haben. Ich schaue mal schnell nach. Oh, fail. Nur 12.000. Okay. Verdammt, Trainer. Where are all the bug Pokémon? Wo sind all die Käfer-Pokémon? Sagte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich im Fatalne-Wald, in Kanto. Butterfree Level 33, die Level sind jetzt deutlich höher als normal. Ich wette, wenn wir in der Liga sind, haben die Pokémon Level 70, wenn nicht sogar 80. Es ist ja normal, dass bei Hex die Level-Pokémon ein wenig, also die Level ein bisschen höher gesetzt sind. Bei Bloody Platin ist es am stärksten, da hat man am Ende der letzten Arena 80er Pokémon. Und man muss auch sehr, sehr viel sehr viel trainieren, wenn man Bloody Platin oder so ein Hack zockt. Also ich kann mich nur erinnern, wo ich Bloody Platin gezockt habe, da musste ich ewig trainieren, bis ich meine Pokémon auf Level 70 oder 80 trainiert habe. Das war ein mega Aufwand. Damals, da war ich höchstens 6 Stunden von meinem DS gehockt und musste meine Pokémon trainieren, damit ich weiterspielen konnte. Denn man kann ja schlecht 70er Pokémon mit 60er bekämpfen, oder? Naja, egal. Butterfree ist auf jeden Fall. Was? Ich wollte schon sagen, das ist down, ist es aber nicht. Was ist denn los mit dir, Butterfree? Komm, tschüss. Boah, das war gerade mal sein erstes. Ich glaube, wir sollten uns nicht so lange auf diese Route aufhalten, sonst fallen wir nochmal in Ohnmacht. So, Ultigar Level 27. Birdrill, was ist denn das jetzt schon wieder? Bibor, okay. Ein weiteres Käfer-Pokémon. Ja, ich kann mich noch erinnern, wo ich Bibor das erste Mal stark gesehen habe. Da habe ich mir mal die rote Edition also gekauft. Also zum Beispiel meine Mutter hat es mir damals gekauft. Und dann war noch ein alter Safe auf der roten Edition drauf. Und da hatte derjenige ein Bibor Level 70 mit unbekannten Attacken, die ich gar nicht kannte, wie Duonadel. Denn ich hatte ja noch nie einen Bibor so richtig trainiert. Und es hatte Level 70. Leute, ein Bibor Level 70. Was ist das? Und er hatte ein Mew, habe ich auch gesehen. Da habe ich mir gefragt, hey, wie hat er dieses Mew bekommen? Hat er irgendwie gecheatet oder so? Ja, hat man ja auch. Ich weiß ja, wie man jetzt Mew kriegt. So.
Früher wusste ich das allerdings nicht. Hatte ich keine Ahnung, wie man Mew kriegen konnte oder wie man Missing Mew begegnet. Ich wusste nicht mal, was Missing Mew ist. Das weiß ich auch nicht so lange. Ich weiß, glaube das glaube ich erst seit 3-4 Jahren, was Missing Mew ist. Ja. Und hier ist schon wieder ein Smetbo. Smetbo, Bebop, Smetbo. Eine ungewöhnliche Kombination. Und ich mache mal wieder die Wickeltaktik. Hoffentlich kommt jetzt keine Giftattacke. Ja gut, von mir aus kannst du den ganzen Tag Wirbelwind einsetzen. Jetzt wirst du gewickelt. So. Okay. Jetzt müssen wir jeden Schritt, den wir machen, bedenken. Okay, hier ist niemand. Yep, das ist die Route, die nach Fatania ist, Orania City führt. Ich glaube, die werden wir als nächstes machen. Weil ich eine Angel brauche. Und zwar dringend. Und die finden wir in Orania City auch. Tauboga. Pidgeotto. Weiß ich den englischen Namen. Lass mich doch fliehen. Lass mich doch fliehen, Pidgeotto. Danke. Okay, gut, heilen wir unser Pokémon. Verdammt, wo ist nochmal das Pokémon Center? Oje, oje, total ungewohnt, wenn man so ein Pokémon-Spiel blind spielt. Andererseits kennt man es auch ganz gut von dem Pokémon her, andererseits kennt man sich gar nicht aus. Sehr unheimlich irgendwie. Vor allem, wenn man das so gut, wenn man das Original so gut kennt wie ich. So, ich habe immer auch geplant. Was soll ich schon erzählen? Nee, ich spoilere jetzt nicht so viel in diesem Let's Play. Ich habe auch schon was bei einem Abonnenten-Special gemacht. Ich weiß noch nicht, wann ich das Abonnenten-Spezial setzen werde. Ich schätze so bei 50. Bei 50 wäre es ganz so gut eigentlich. Ich wollte eigentlich schon bei 1 bei 25 machen, aber da war ich im Urlaub und wo ich vom Urlaub kam, hatte ich schon 26. Deswegen werde ich jetzt 1 bei 50 machen. Und so habe ich da etwas geplant, was, naja, noch niemand anderer gemacht hat. Und was nur richtige Pokémon-Profis machen können. Aber mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. Giflor. Ein wildes Giflor. Na gut, findet man im Originalen überhaupt nicht. Wild zumindest. Interesting. Findet man da auch Satzenias? Wahrscheinlich können die dann keine Silber-Attacken oder so. Radikal. Level 29, also ja. Ich glaube, wir sollten zuerst unser Ultigar jetzt nehmen, bevor wir die Route machen. Soll ich das offscreen machen? Ich glaube, das mache ich nach dem Part offscreen. Wenn ich den neuen Part gedreht habe, mache ich es dann offscreen, genau. Dann trainiere ich es auf Level, soll ich 35 machen? Naja, wir wollen ja nicht so viel trainieren, sonst haben wir die ganze Zeit überlevelt. Das wäre ja auch nicht so schön. Oder 33. Ich glaube 33 müsste reichen. Dann zunächst alle auf 33 offscreen, dann nach dem Part. Und ja, wenn es neue Attacken lernen, dann werde ich es euch im nächsten Part sagen. Wobei, dann werde ich es vergessen wahrscheinlich. Dann lasse ich es mit dem Offscreen. Lass ich es mit dem Offscreen machen aus dem nächsten Part. Mit dem nächsten Let's Play. Gut, gegen die 2 können wir kämpfen, das weiß ich noch. Und der Trainer, der es erschienen ist, hat im Original ein Smetbo. Und jetzt wieder ein Giflor. Giflor gegen Urtigaria. Sind irgendwie verwandt, die beiden Pokémon. Also Urtigaria und Duflor. Rasach. Das macht mich rasend. Prime Ape. Lass mich fliehen, du Arsch. Wichser. Lass mich nicht fliehen. Und jetzt greifst du mich an mit Kratzfurie. Was soll denn das hier? Lass das! Aua! Lass mal Urtigaria in Ruhe, das ist ganz frisch gefangen. Vor einem Part oder so gefangen und du zerkratzt es jetzt hier. Du hast doch gar keine Krallen oder was. Na egal. Der hat ja nur solche Stümmel zum Boxen. Egal. So. Ich möchte nach Orania City. Venomoth, Omoth. Okay, das Level ist richtig, richtig hoch. 36.
Wahrscheinlich kam es Psychokinese. Das würde mich jetzt nicht wundern. Okay, jetzt hat zum Glück nur Blutsauger ein. Also die Level, die sind echt extrem hoch in diesem Let's Play. Oder in diesem Hack. Richtig, richtig gut eigentlich. Richtig eine Herausforderung. Irgendwie. Mag ich irgendwie. Ich mag das. Ich mag Herausforderungen. Besonders im Pokémon. So. Ember schon wieder. Venomoth wird sterben. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Wenn es nicht Psychokinese einsetzen wird. Es stirbt doch endlich. Komm, geh zu deiner Mutter, die dich geboren hat, in die Hölle. Danke. Ich will dich nie wieder sehen, du scheiße Motte. Ich hasse Motten. Sie fressen immer meine Klamotten. So. Ach ja, die zwei, die habe ich auch vergessen. Oh nein. Okay, wollen wir sie noch bekämpfen? Ich weiß nicht. Wir haben noch Alduin Junior. Ja, komm, machen wir es einfach mal. Herausforderung, komm her. Pitcher kann geben mir Pest in. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es die zwei letzten dieser Route im Original zumindest. Taumos! Fuck! Shit! Sagt mir doch, dass ihr einen Taubus habt, ansonsten hätte ich nie gegen euch angetreten. Fuck! Ich glaube, jetzt werden wir verlieren. Na gut, ich versuche mit Thunderwave. Thunderwave! Guter Junge. Oder ne, gutes Mädchen. Alduin, ne, Junior. Und wieder Rap. Rap, 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 Rap. So, es tut ein bisschen, tut uns Alduine wieder ein bisschen rappen. Verdammt, was war das denn jetzt? Das war Ruckzuckieb. Das war bestimmt Ruckzuckieb. Verdammter Ruckzuckieb. Ember. Ember, bist du immer noch paralysiert? Verdammt, zieht dir gar nichts ab. Na gut, das war Spiegeltrick. Setzt die Attacke ein, die wir gerade verwendet haben. Wäre bitte gewesen, wenn es Dick eingesetzt hätte, aber... Dick gegen Flugattacken funktioniert ja nicht. Ja, gegen Flug-Pokémon, meine ich. Heuler. Ist mir egal, wir greifen gerade mit Spezial an. So. Okay, es ist paralysiert. Es hat es gerade ausgesetzt und Volltreffer. Und jetzt kommt Dosi, sag ich ja. Ich hab's gewusst, dass jetzt Dosi kommt. Und Bohrschnabel. Ich glaube, das Dosi macht uns alle. Probier's mit Kiffer. Und Untergeil hat gegen das eh keine Chance. Furienschlag. Na gut, die Attacke ist nicht so stark. Ich glaube, die müsste Kiffer sogar noch überleben. Wenn es kein Volltreffer ist. Gut. So, und der muss jetzt klappen. Kann man einen Trank, kann man einen Trank, kann man einen Trank, kann man einen Trank. Kann man jetzt unsere Waffe einsetzen? Nein. Verdammt. Na gut, zum Glück nur Schnabel. Oh, das wird ein... wieder so ein extrem knapper Kampf. Ah doch nicht, ich glaube, ich habe jetzt gedacht, dass Kiffer unser Ding, dass Dodi jetzt unser Kiffer gekillt hätte und dann wir Ultrigare einsetzen mussten. Und dann hätte Dodi sich mit dem Gift gekillt. Boah, das war knapp. Das war echt sehr, sehr knapp. Also gegen den nächsten schaffen wir es auf jeden Fall nicht mehr. Das heißt, ich werde jetzt zurückgehen nach Sophronia City. Und ja, dann sind wir im nächsten Part in Orania City.
Oder gehen wir nach Orania City, holen uns Daniel und ja. Bla 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 bla. Nein, ach egal, nochmal so. Und jetzt gehen wir zurück. Oder wollen wir den Part noch machen, den zu besiegen? Ja, komm, besiegen wir noch diesen Typen da. Dann sind wir jetzt schon in Orania City und dann machen wir im nächsten Part gleich direkt von Orania City aus. Das ganze Zeugs, was wir machen wollen. Mit der Angel. Hä? Team Rocket? Na komm, darauf habe ich jetzt keinen Nerv. Lass mich in Ruhe. Okay. Jetzt ist er wieder normal. Verstehe ich nicht. Also der Hack ist ein bisschen verbuggt, was den Sprites angeht irgendwie. Wild Pime Ape schon wieder. Oh Mann. Ich glaube, ich wechsle die Position von Ultigaria, denn wenn wir Ultigaria die ganze Zeit draußen haben, lassen wir uns die Pokémon nicht fliehen! Und greifen uns an. Okay, ich wechsle jetzt die Position und zwar hole ich jetzt Kiffer in erste Position. So, ich werde im nächsten Part wenigstens vergessen, aber egal. Die wieder rückgängig zu machen. So. Der letzte Trainer, dann sind wir in Orania City, glaube ich. Dim, 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 Pfadfinder. Na, wie findest du sie? Die Frau, die neben dir steht, hä? Die Pfadfinderin. Egal. Tackle. Warum geht der Tackle daneben? Ich glaube, ich hole Vulcano her mit einer Dickattacke. Ne, komm, Kiffer schafft es schon. Da bin ich mir sicher. Focus Energy. Fury Attack. Na gut, ist nicht so besonders stark. Besonders gegen Smogmog ist es überhaupt nicht stark. Smogmog spielt ja eher auf Verteidigen. Könnte man also Toxin gut beibringen. Denn Toxin wird ja immer stärker. Und wenn Kiffer so eine hohe Verteidigung hat und sehr viele KP hat, dann ist es doch eine gute Taktik. Und wenn Kiffer dann kurz dann drauf genässt, dann setzt es einfach Explosion ein. Ich glaube, darauf kann ich das Kiffer eigentlich spielen lassen. So, jetzt hole ich Rex mit einer Schaufelattacke raus. Moment, die Pfeile sind ein bisschen verwirrend gerade. Die sind irgendwie total verstreut. So, Rex. Dick. So, das müssten killen, glaube ich. Ja, genau. So, und wann wir Rex entwickeln? Und zwar mit Level 50, wenn wir es entwickeln, wenn es Flammenwurf lernt. Dann haben wir ein richtig starkes Arcani, wir müssen noch ein paar TMs beibringen. Gut, hier ist ein Berg. Wo denn für, kann ich nicht sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was gibt's hier für Pokémon? Hallo! Also das ist im Originalen die Azure-Höhle. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, hier kann man super trainieren. Hey, lass uns fliehen! Wollen wir es bekämpfen? Na komm! Ich setze nicht den Possihausen! Lutsch. Aha, vergiftet, wir haben dieses übergepowerte Dodi vergiftet. Slutsch. Gross, also Heule. Ich dachte jetzt sind wir hier in Orania City. Aber müssen wir jetzt durch die Höhle, glaube ich. Wir werden nie eine Angel bekommen. Vielleicht findet man sie ja auch auf der Route, wo Relaxo ist. Ach egal. Gut, was machen wir im nächsten Part? Schauen wir uns noch die Karte an, damit wir planen können, was wir im nächsten Part machen können. Okay, wo führt denn diese Höhle eigentlich hin? Diese Höhle führt hierhin, also da, wo Relaxo eigentlich wäre. Also an der am Relaxo vorbei. Nach Kianite City, also wahrscheinlich wird das Vulcania City sein. Wo führt denn die Höhle dahin? Ne, diese Höhle.
Jetzt aber da, nein, nicht hier, sondern da, ja genau. Die führt hierhin zum Rip, also die hier führt hin. Gelina will, okay, interessant zur Eisenmine, also zur Erzmine. Die führt dann wiederum hierhin. Interessant, interessant. Also wir werden hier noch einiges vorhaben in diesem Let's Play. Und es wird auch sehr, sehr spannend noch werden. Ja, was mache ich denn jetzt? Dann wünsche ich euch ein schönes erstes EM-Spiel, falls ihr es sehen wollt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann, Servus!